Eben. Heute. Dann machen wir eine neue Runde, Alter. Habe ich ja das schon. Das Safe-Wort meiner Eltern lautet. Ich hab da, glaube ich, ein paar Wer ganz... Leander oder Leanders Penis schreibt, verliert. Ich glaube, ich hab was sehr Gutes. Die eine Karte hier ist einfach falsch geschrieben, danke. Was? Ey, guck mal auf unsere Siegesanzahl im Moment. 0911. Nein, 9-11 kommt vor. Kam, ich denke, hier ist einfach nur irgendwas, weil der Rest scheiße ist. Weil 9-11. Ich kann einfach Double Tie Hand machen. Jan leckt. Hilfe. Hallo, Lexi. Egal. Das Safe-Wort lautet. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, goddammit. Okay, warte mal. Das Safe-Wort meiner Eltern lautet Landmin. Das Safe-Wort meiner Eltern lautet. Das ist alles Kacke. Am liebsten würde ich davon nichts nehmen. Das ist alles Kacke. Landmin ist zumindest doch ein Wort, das man nehmen kann. Warum? Ich hätte Trichtersaufen genommen. Ja, eben. Also, Trichtersaufen, das ist schon. Trichtersaufen ist toll. In der neuen Bravo-Foto-Love-Story trifft auf und führt zu gleich 3 Karten. Ich hab keinen Bock. Scheiße. Ich will jetzt bessere Love-Stories als Twilight hören, Leute. Also, strengt euch an. So. Das macht keinen Sinn. Das ist dumm. Ja, das ist gut. Ich bin ein Drehstuhl. Schön für dich. Ich weiß. Ich freue mich. Ja! In der neuen Bravo-Foto-Love-Story, Scheißbegriff, trifft Kim Jong-un auf Crystal Meth und führt zu Bier aus einer Pfütze trinken. Also das ist auf jeden Fall, das ist besser als Twilight, das ist schon mal das wichtigste Kriterium. Aber Kim Jong-un hatte so viel Potenzial, das ist noch lange nicht so gut, wie es hätte sein können. Ich hab so gedacht, dass als zweites Donald Trump kommt. Hab ich auch. Ja. In der neuen Bravo-Foto Love Story trifft Barack Obama auf Heteros. TM. Und führt Nein. In der neuen Bravo-Foto-Love-Story trifft Frauke Petri auf. Deck auf, du Hurensohn-Spiel. Ich drück doch! Bei mir ist schon auf einen Schnurrbart, der einen entweder wie ein 70er Jahre Pornostar oder wie ein, meint ihr, ich will den Namen jetzt hier nicht sagen, lebendes Chicken Wing. Oh mein Gott, ja! Er hat wirklich einen Pornostar. Er hat so einen richtigen Pornostar. Ja. Ja. Und führt zu Prostat. Das ist alles scheiße. Random Number Generator Runde 2. Yes! Und es ist. Kann sich entscheiden, Random Number. Als ob zwei miteinander eins wurden. Hä? Letztes Mal war es 2. Echt jetzt? Lol. Ja. Oh Gott, ich glaub, Discord ist. Okay, bin wieder da. Irgendwas würde einen schönen Nachmittag vor deinem Zelt werden. Ich hab ein paar Karten nicht gekriegt, fuck. Ich hab Bullshit-Hilfe. Was zum Fick? Ich nehme das, weil es zeitgemäß ist. Ich nehme das, weil es behindert ist. Also, eine Vorzug und eine Gruppe mit einem schönen Nachmittag. Eigentlich behaupten, das würde ihn so viel besser machen. Mein Beziehungsstab. Einen schönen Nachmittag, der sich ein Feuerzeug an den Arsch Durchfall ein Nachtrag verderben. Alter, wieder alles geil. Och, Mann! Ja, das ist auch, Mann. Ja, meins ist zeitgemäß, Gündis ist scheiße. Hey! Nein, kurz, Antilopen war toll. Der Benutzername ist leider schon belegt. Oh, da habe ich so eine geile Karte für. Ich glaube, ich krieg jetzt endlich mal einen Punkt.
mach jetzt endlich mal meine einen Tiefkühlschrank voller Orangenkarte weg. Ich weiß nicht, warum ich die hatte. Ich hatte überlegt, ob ich die in der Runde davor lege, einfach damit ich sie los bin. Oh, der benutzt der Name. Scheiße. Das ist leider schon erlebt. Der benutzt der Name. Stiflers Name. Ist das? Leider schon erlebt. Klingt nach ihrem Nazi-Name. Wahrscheinlich. Der benutzt der Name. Arnold Schwarzenegger ist leider schon erlebt. Ja. Oh, das. Ach, das ist die! Ah! Jan. Stell das mal. Das ist aus Two Broke Girls. Das ist aus dieser einen Serie, diese eine da, die Blonde. Hä? Ja. Keine Ahnung. Ich hab das wahrscheinlich nie gesehen. Und, ich hab einfach nur das genommen, weil es zur Frage gepasst hat, also. Okay. Ich hatte auch keine Ahnung, wer das ist. In meinem Panikraum habe ich nur. What the fuck? Was ist das? Was zum Fick? Was ist das? Ich will einfach sterben! Einfach alles und nichts. Digga, ich schaff 0 Punkte diese Runde. In meinem Panikraum gibt es nur Diskriminierung gegen Vegetarier. Das tut ja. In meinem Panikraum habe ich nur Content Block. In meinem Panikraum habe ich nur. Wow! Das war einfach die perfekte Karte dafür. Ja. So. Ich sag ja, ich schaff 0 Punkte diese Runde. Schneeflittchen und die 7. Oh Gott. Ich hab Angst, Ode, vor allem vor Jan, der nach einer halben Sekunde gelegt hat. Ich hab was Besseres! Ich hab was so viel Besseres! Oh nein! Ich will's nicht lesen müssen. Ich leg das da einfach, weil es unglaublich dumm ist. Wahrscheinlich hat irgendeiner mit mir auch dasselbe, einfach nur weil es so gut passt. Oh nein. Ich hab absolut keine Ahnung. Oh, Corona. Los, leg die eine Karte. Yay. Yeah. Schneeflittchen und die 7 vorab. Ja, das war wohl die random Karte. Wow. Schneeflittchen und die 7. Ah, bei mir da. Die 7 Lied. Was zum Fick habt ihr gesoffen? Schneeflittchen und die 7 Schwappen. So. Random Number Generator. Ich würd das dritte nehmen, wenn es grammatikalisch richtig wäre. Ah, der Number Generator will's aber auch. Ja. Ich meine, ist doch klar. Ja, ich hab Lila einfach so gelegt, weil ich nur scheiße. Ich meine Schwarze und Schlittchen, ich meine ganz ehrlich. Was jetzt auch mit irgendwas Geschmack? What the fuck hab ich schon wieder? Was zum Fick? Ich krieg hier eine Depression, wenn ich meine Karten sehe. Okay, mein Internet hat sich eben gerade kurz gedacht, nö, ich will nicht. Ja, würde ich auch! Geht das nicht so? Was ist denn das? Ah doch. Gut. Ich soll das nicht bei Google eingeben. Ich muss dafür bleiben. Mein Internet hat mir gespackt. Okay, das was ich lege, wird nur scheiße sein. Das Ding ist halt, das Traurigste ist, ich werde, sobald wir das fertig haben und ich alles, werde ich euch sagen, was gekommen ist, als ich das gegoogelt habe, weil ich wissen musste, ob ich das richtig geschrieben habe. Oh nein. Ich habe, glaube ich, die beste Kombination aller Zeiten. Stimmt. Vielleicht kriege ich jetzt endlich einen Punkt. Warte, ich muss mal Scheiße wegpacken. Ah, sehr gut. Aus deiner Hose. Ja.
Finde ich homoerotisch. Jetzt mach! Komm mal sagen, kannst du länger machen als ich? Okay, Luft jetzt auch mit. Wow. Wie geht das? Luft mit Geschmack. Mit Nicht-Geschmack. Einfach nur Luft mit Geschmack. Secondhand Tompers jetzt auch mit, nein. Ah, Hitlergruß jetzt auch mit Geschmack. Das auf jeden Fall. Luft mit Geschmack! Okay. Die leere Karte ist halt... Lass mich kurz erzählen. Und zweites Minuten-Höschen. Ich wollte googeln, ob ich das richtig geschrieben habe. Und ich bekomme sofort das Ergebnis. Ja, wie, wo kauft man sich Slips? Also benutze Slips. Also, geil. Wow. Also, ich weiß zumindest, wie alte Leute riechen. Scheiße, ich habe die beste Karte gelöscht. Mein Opa riecht nach Old Spice. Geil. Toll. Ich meine, der ist krass. Ich muss die Karte, die ich gerade hatte, nochmal schreiben. Übrigens, die leere Karte ist einfach nur Custom-Karte, ein Leerzeichen und schicken. Ach so. Luft mit Geschmack, das afrikanische Nationalgetränk. SPD würde als CDU stehen, wäre es sogar ziemlich ja. Gut. Jungfräulichkeit. Aus Seehofer. Ich habe den aus Versehen gelöscht und musste ihn dann nochmal schreiben. Toll. Ist das Beste, was der LGB passiert ist. Wer jetzt Rainer kommt und Karl Tischchen schreibt, indem ich tief zu dies enttäuscht. Ja, das wäre zu langweilig. Ich meine, es stimmt, aber es wäre langweilig. Das ist wunderschön, die Karte. Noah, du hast das ja schon mehrfach gemacht. Wenn man zufällige Karten spielt, ist das dann wirklich komplett zufällig oder aus denen, die man hat? Es kommt. Also, Karten, die du hast. Es wird nicht zufällig was geschrieben. Und wenn man keine Karten mehr hat? Wenn man alles weg hier. Naja. Merkt man, dass ich tot bin? Ja. Sehr gut. Ja. Ich lebe der nämlich Tote nicht lebt. Mehr. Ha, ich bin eine lebende Leiche. Eine einzelne Titte in der Landschaft ist das Beste, was der Welt hier passiert ist. Okay. Ja! Noch ein neuer Schwertkämpfer. Ja. Oh Mann, was hast du gegen eine einzelne Titte in der Landschaft? Zaubertrick gegen Ausbeutung. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich aus einem holen. Ich hab Angst. Ich habe sehr viel Angst. Wie ein breiter Mensch. Das ergibt keinen Sinn. Muss es auch nicht, ich hab Corona, Bitches. Sag mal, wollt eigentlich... Ich wollte gerade sagen, wollt ihr... Ich wollte gerade sagen! Weißt du was, Leander? Du hast mich gerade im Satz wollte der nicht mal kommen unterbrochen. Ja, ich bin jetzt eigentlich noch so aus dem Deutsch machen. Wenn du Deutsch, mein Deutsch tut Land. Ich gib's einfach morgen dann mit einer anderen Aufgabe auf. Mein Deutsch tut Landtouren so, So, bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich das Rainer Keim und Qualitätssiegel aus einem eine Landmine. Das ist einfach nur behindert! Ja, aber ist dumm. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich den Link, der für die Runde. Sexismus aus einem meiner... Sexismus aus einem meiner... Ihr könnt alle kein Deutsch, oder? Nee. Bei meinem nächsten Zaubertrick Deutsch. Werde ich... Hämorrhoiden... Ich kann es nicht aussprechen. Hämorrhoiden. Aus einem... Hämorrhoiden. Sehr gut. Danke sehr. Ich ficke for free. Ah ja. Oh, der ist aber billig. Ah ja. Der ist aber billig. Ja, kann ich magisch ist über. Ja, du bist jetzt einfach in der Runde drin. Du musst dich das auswählen. Magisch ist über, irgendwas nachzudenken. Ich will gar nicht. Ich muss mich so zurückhalten, es nicht zu schreien. Ja, nur Allah. Ach so.
Wir waren also, so schön. Oh Scheiße, ich hätte was viel Besseres legen können. Scheiße. Was denn? Sag ich nicht, das lege ich später noch. Oh, hier hätte ich auch gerne Oberschenkelmuskeln gelegt. Oh, ich besiege ihn durch. Oberschenkel. Nein. Doch. Nein. Ich nehme diese tolle Karte. Ich meine, ich würde da auf jeden Fall jeden besiegen, sage ich mal, bei meiner Karte. Also damit würde ich auch. Alter, ich liebe die Karten, die sind so gut. Also ich besiegte ihn durch Spectre. Ah, okay. Alter, ich weiß schon, wem das ist. Noch jemanden durch. Fang, oh nein! Respekt, ah, muss von dir gesagt, Gönni, Alter. Vielleicht. Eine enttäuschende Beschreibung. Nein! Oh nein! Das Leg ist cheat! Junge, das ist nicht fair. Ist so. Neben Enterhaken und Bomben besitzt Link auch als Waffe. Ich glaube, ich lege jetzt die ganz tolle Karte auf die... Ich habe wieder eine furzende Antilope auf der Hand. Fick dich. Ja, was mache ich? So, die Runde habe ich gewonnen. Ich auch. Sack. Neben Enterhaken und Bomben sitzt Link auch. Landminen hab als Waffe. Service-Mitarbeiter als Waffe? Nein! Das ist doch keine Waffe, Alter. Das ist doch keine Waffe! Ist so! Das benutzt man vielleicht zur Ablenkung, damit alle drüber lachen, aber darum geht's nicht. Ja, deswegen ist ja auch eine Waffe. Wow! Keine alte beschissene Idee, Sack haben wir nicht besser. Warum? Landminen hab! Alter, Kundenservice-Mitarbeiter, das hatte ich, das hatte ich sogar auch auf der Hand und überlegt zu legen. Okay. Ja, vorlesen. Ja, soll ich es jedes Mal eigentlich vorlesen? Ja. Oder was? Ja. Na gut, bis zum letzten Tropfen. Aber bei jeder Karte dann, oder? Eine Gruppe aus Löwen, also einem Löwenmännchen und sehr vielen Löwenweibchen gilt als Harem. Nein. Sehr gut. Genau. Das können wir jetzt im Japanisch gilt als Harem. Okay. Pornos, gut bis zum letzten Tropfen. Super. Ja. Super. Ja. Was? Ausschneiden. Alter. Das escalated quickly. Bis zum letzten Tropfen. Geschwister. Oh nein! Das geht mir in eine ganz falsche Richtung. Du willst dich einen Harem erschaffen. Gut bis zum letzten Tropfen. Also Alter. Ich meine, ich mag ja gerne Inzest, aber ich nehme doch lieber einen. Was? Du enttäuschst mich! Du enttäuschst mich! Ich musste das einfach nehmen, das ist so ekelhaft, Alter. Mein geheimer Fetisch ist... Also ich habe eine Sache im Kopf, wer die legt, gewinnt auf jeden Fall, sage ich aber natürlich jetzt nicht. Leander. Und es ist nicht Leander! Und es ist Leander! Nein! Doch! Nein! Ich hab mich verschluckt. Ich muss kurz Wasser holen. Schön, stirb bitte! Ich lege meine Antwort eigentlich nur, weil die Karte ziemlich gut ist. Ich habe Wasser geholt. Los! Okay, hat irgendjemand alles gelegt? Nein? Nein. Oha. Mein geheimer Fetisch ist von einem... Nein! Stopp! Wie soll das denn gehen? Stopp! Das ist sehr wabbelig. Halt! Beendet es! Mein geheimer Fetisch ist explosiv. Das kommt schon eher in die Richtung. Mein geheimer Fetisch ist... Nein! Nein! Mein geheimer Fetisch ist Wahrsager-Amor. Aua. Jetzt schwank ich zwischen... Okay, das ist super! Das ist geil! Ich schwank zwischen zwei und mach zwischen den Random Generator. Zwischen explosivem Alter. Durchfall und Wahrsager ermorden. Okay, das Wahrsager-Amorden ist fantastisch. Okay. Also. Ash, komm schon! Yes! It's your boy!
Ich habe die Karte einfach nur gelegt, weil die Karte an sich ziemlich gut ist. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Irgendwas ist das beste Mittel, um Steuergelder zu hinterziehen. Oh nein. Oh Gott, ich glaube, ich habe da was ganz wie... Okay, ich habe was... Ich hab gerade eins gesehen, was... Ich habe was Wundervolles. Obwohl, ich lege noch was anderes. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht das Christentum lege, aber... Nee, das ist ja umgekehrt. Ja, nee, irgendwie schon. Mein Ding ist fantastisch. Mein Lebensmotto, ich kann gar keine Steuern hinterziehen, wenn ich keine bezahle. Oh, nicht schlecht. Ergibt Sinn! Yes! Ich habe Steuern studiert. Vor allem Steuerhinterziehung. Oh, yes. In der Schweiz versteht sich. Bisschen Geld an Dingen in der Schweiz. Noah! Alter, okay. Da wird's einem geklaut! Microsoft Excel, Warum? Irgendwie nicht. Ah, der Weltuntergang. Ja. Stimmt, muss man keine Steuern mehr bezahlen. Mann! Mann! Warum schreibt der das selber? Das verstehe ich gar nicht. Das sind immer die kleinen Dinge im Leben. Unten steht immer, aus welchem Deck ist es, aber bei dir stand kein Deck, also hast du es selbst geschrieben. Jemand schreibt jetzt Lernas Penis. Oder jemand anderes Penis. Ja, das ist einfach, das ist nicht originell, Mann. Ich hab sowas Ähnliches, aber super. Ja, ich hab das Beste. Vergesst es, die Runde hab ich gewonnen. Was denkst du? Die Runde hab ich gewonnen, auf No-Homo-Basis. Es ist kein... Leute, es ist kein Inzest, wenn man No-Chromo sagt. Sehr klein, Digga. Aha. Ja. Nein! Nein! Wir. Wow, das ist das Bubblegum. Warum? Ja, oh Mann! Der kann mich schon wieder gewinnen! Das ist doch nicht gut, Mann. Doch, kann er. Doch, HIV-Viren sind wenigstens klein. RTLs neue Reality-Show zeigt, wie mit zusammenleben. Fuck, ich hab mich wirklich verschluckt. Geil. Ich hab vergessen, das die Karten, Wunder. Die ich nicht will, wegzuklicken irgendwie. Ich habe, glaube ich, hier eine ganz tolle Kombination wieder. Ich habe zu viele gute Karten, die aber nie passen. Ich habe nur Scheiße. Ich mache jetzt endlich mal von einer Gummipuppe gefriendzoned werden weg. Ich sag ja, ich habe tolle Karten. Los! Keine Ahnung. Das einfach. Achso, stimmt, ich muss das ziehen. Ja, das ist tatsächlich keine Ahnung, so funktioniert das Spiel. Ich hab wieder nur irgendeine Scheiße gehört. Neue Reality Show zeigt wie Tanzverbot mit. Yeah, Meister! Das ist aber grammatikalisch. Reality Show zeigt wie zwei Zwerge, die. Was? 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 Das will ich auch angucken. Der weiß nur noch. Heinrich Himmler! Ich muss da ein bisschen überlegen, beim besten Willen. Das sind alles sogar keine beschissenen Sachen. Oh Gott, das ist alles sogar wirklich ziemlich gut. Ich glaube, also jetzt weiß ich mehr, sind am beschissen. Die ersten zwei würde ich mir angucken. Ja. Ich hab... Ja, ich auch. Aber das Privilegien der Weißen und Obama will ich auch anschauen, würde ich sagen. Tote Eier und verpixeltes Bukake. Ich finde das hier. Yes, heinlich Himmler, baby. Ich hab so gute, aber es hat immer irgendwer was Besseres. So, wenn jetzt nicht jemand dasselbe macht wie ich, hab ich die Runde. Schön für dich. Hast du deine Alkoholsucht? Ich glaub, ich ändere meine Karte dann nochmal. Fuck! Fuck! War es so vorhersehbar? Ja! Ja! Ich hab da schon 15 Mal gelegt! Selbst bei mir war es schon alt! Alter, jetzt hab ich keine Ahnung! Schön für dich.
Mach mal random. Ich trinke, um meine Flöte in der Vagina zu... Nein! Stopp! Beende es! Okay. Ich trinke, um Sex, Drugs and Rock'n'Roll zu verhindern. Aha, das werden wir noch nicht vergessen. Ist so. Ich trinke, um meine Demenz... Oh, Junge, Noah! Ja. Ergibt viel Sinn auf jeden Fall. Ich trinke, um Dumbledore zu vergessen. Warum, Bildo? Lass mal Dumbledore vergessen. Och, Mann! Ich hole auf. Ich was? Meine Flöte in der Vagina ist selbst geschrieben, was? Was? Ja, ich hatte eine Karte eine, aber ich hab's dann umgeändert. Was ließen die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerfen? Es gibt jetzt eine Karte, die in jeder Form perfekt ist. Irgendwie glaube ich, das legt jetzt gefühlt jeder. Ja, glaube ich auch. Und nein, ich meine nicht Bomben. Ja. Ich meine nicht Bomben. Er meint Bomben. Nein. Also was? ich hab nur was Beschissenes, kann ich jetzt schon was sagen. Was ließen die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerfen? Es von... Nein! Ach, haben die Priester abgeworfen. Was ließen die USA im Luftraum von Afghanistan noch für die Kinder abwerfen? Das Tolle ist, ich hatte vorhin 8 Gramm exzellentes russisches Heroin auf der Hand. Das ist ziemlich geil. Dann gibt es noch Explosions! Und... Als ein ob weißer niemand Landminen gewesen. Eben! Hat. Ich hab die ganze Zeit Landminen sehen wollen. Ich hab extra was anderes genommen, damit, weil ich wusste, dass nicht jeder hat. Weil ich dachte, es hätte jemand. Es hat niemand! Ich glaub, es ging bei uns allen genauso. So, dann nehme ich jetzt das. Nein! Alter, ihr habt schon wieder gewonnen, der Hurensohn! Alter! Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Bring ihn! Er ist halt ein Jesus, ne? Ist wirklich ein Jesus.